Sag mir, wo ich Black Mask finde. Die Beschränkungen, die du dir selbst auferlegt hast, machen es mir viel zu leicht. Ja, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Batman Arkham Origins. Und heute werden wir den Slade Wilson zeigen, wer hier der Herr im Ring ist. Er ist gar nicht so einfach, ganz ehrlich. Und das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Versuch, um diesen Typen, einen Ex-Offizier, zeigen, wer hier der Herr im Ring ist. Kontern. Hier sollte man wirklich gucken, wann der seinen Angriff startet, um in der richtigen Position kontern. Ja, 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 das war natürlich nicht so gut. Und ich versuche, den immer ein bisschen auf Abstand zu halten, hier mit meinem Arrow-Combo. Ja, mit meinen Better Runs hier ein bisschen ihn, ja, auf Abstand zu halten. Jetzt setzt er seine Attacke ein. Oh, ja, 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 ja. Und mal schön Konter drücken. Immer wie bekloppt auf den Xbox-Controller raufdödeln. Und jetzt werden wir die X-Taste vergewaltigen. Ja, 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 ja. Und Combo-Attacken. Und zack, auf die hohle Nuss. Ja, hier sehen wir nochmal richtig Slade Wilson. Und ich halte ihn jetzt wieder auf Abstand und versuche ihn mit meinen, ja, Seil zu fassen, weil da kann ich noch ein bisschen Energie von ihm wegnehmen. Der Typ ist ja 1,92 groß und wie glatte 102 Kilo kontern. Ja! Jetzt lass es, oder geht es noch, aber wenn er nachher sein Schwert rausholt, ist es gar nicht so einfach. Ich finde die Kampfattacken richtig geil. Ohne Scheiß. Fantastisch. Jetzt hat er mich gekriegt und das wird eng. Nicht, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Ich muss den auf Abstand halten, den Typen. Ja, ja, das wird jetzt spannend. Das wird echt kontern, kontern. Ja. Schön. Und seinen Stab habe ich wieder in der Hand. Ach, gar nicht mal so einfach. Ohne Scheiß. Jetzt muss man aufpassen, in richtigen Moment Y drücken und das Fass auf ihn schmeißen und so schnell wie möglich auf ihn wieder zurennen, weil sonst schießt der und das ist nicht so gut. Und jetzt versuche ich ihn wieder auf Abstand zu halten. Jetzt versucht er wieder seine spezielle Attacke und hier, habt ihr gesehen? Mit seinem Laser, ja, wo er mich markieren wollte und jetzt habe ich ihn wieder. Ach, das war jetzt nicht so gut. Ja, es ist ein Ex-Offizier und er war in so einem Projekt, zack, involviert, wo er dann quasi mehr, ja, Stärke, Ausdauer und Geschwindigkeit kriegt. Und dann wurde er aus der Armee entlassen und hat sich den Söldner angeschlossen, also den, der das meiste Geld gibt. Da kann er agieren. Was ist jetzt los? Oh, 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 jetzt kommt eine Attacke, da hat er ein bisschen was gesponnen hier im Spiel. Und zack, Kick mit dem Kopf. Das ist so geil. Aber gar nicht mal so einfach. Ich spiele es ja auf Mittel. Zack. Und jetzt zerbreche ich den Stab. Und das wird jetzt richtig gefährlich. Ohne Scheiß. Jetzt muss ich versuchen, ihn auf Abstand zu halten. Und ich kriege ihn und kick den nochmal zu Boden. Wow, ist gar nicht mal so einfach. Und jetzt schießt er auf mich. Das meine ich, so schnell wie möglich auf ihn zukommen. Und wieder auf Abstand halten. Und ich greife ihn mit meinen Haken. Und Scheiße, das hat nicht richtig funktioniert. Das hat nicht so richtig funktioniert. Er hat ja besondere Fähigkeiten, ja. Gerade im Kopf soll er ziemlich intelligent sein. Gerade taktische Angriffe. Zack. Und jetzt muss ich ihn kriegen. Er hat noch richtig viel Energie. Bei mir sieht es ein bisschen schlecht aus. Und ja, das ist wirklich die Taktik, die man wählen soll. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, also wie ich andere Hauptgegner wegeliminiere, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Oh, das meine ich. Das meine ich mit dem Schwert. Da hat man keine richtige Chance. Eigentlich nur so auf Abstand halten, wie schon tausendmal gesagt. So, jetzt muss ich den kriegen. So, so. Komm, 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 komm. Jetzt schießt er nochmal auf mich. Und wenn ich das Fass nochmal kriege, dann auf ihn schmeiße. Guckt mal hin. Ein bisschen Energie verliert er, aber nicht gerade viel. Ja, ich kann dich besiegen, Junge. Nein, jetzt habe ich falsch. Und die kriegen trotzdem noch. Ich krieg ihn trotzdem noch. Ja, er hat ein kleines Problem mit dem rechten Auge. Also, jetzt kommt er wieder. Damit könnte ich ihn jetzt kriegen. Wenn ich das jetzt schaffe. Ja, ich spiele das ja alles mit dem Xbox-Controller, weil er für mich am besten ist. Also, ich spiele das auch auf dem PC. Oh, ja, 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 ja. Zack, 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 zack. Und kriege ich ihn kriegen? Oh, ich denke mal, ich habe ihn jetzt.
So weit bin ich noch nie gekommen. Los. Wow. Geil. Das war's, Slade. Was bist du? Ja. Yeah. War nett, Batman. Oh, der Pinguin. Die Tür guckt euch an. Du ja von allein. Yay, 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 yay. Ich darf den Pinguin nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. So, und damit habe ich jetzt den Slade Wilson besiegt und habe sein Gerät gekriegt, was er hat. Und damit kann ich irgendwelche Features machen. Ja, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Wie besiege ich Slade Wilson? Und ich hoffe, ihr konntet ja ein bisschen was mitnehmen. Das war euer Maximus. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.